Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit, die oft harmlos eingeschätzt wird, aber in ihrer Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Patienten spüren das Vorhofflimmern gar nicht und nur der Hausarzt findet es durch ein spontanes EKG. Aber es kann auch Patienten geben, die es sehr schwer symptomatisch empfinden, die in ihrer Leistungsfähigkeit enorm eingeschränkt sind, vielleicht sogar auch einen schnellen Puls, eben die Rhythmusstörung merken. Die wesentlichen Gefahren des Vorhofflimmerns sind einerseits, dass sich Gerinnsel im Herzen bilden können, die dann, wenn sie weggespült werden, in das Gehirn spülen können und einen schweren Schlaganfall machen können. Andererseits aber auch die Herzschwäche, die sich aus einem sehr, sehr schnellen Puls beim Vorhofflimmern zwangsweise ergibt und die Patienten eben in eine Herzinsuffizienz, Herzschwäche bringen. Bei der Behandlung von Vorhofflimmern haben wir verschiedene Möglichkeiten, angepasst an die Bedürfnisse und angepasst an den Zustand des Patienten. Zum einen medikamentös, das kann bedeuten, dass wir nur die schnelle Pulsfrequenz senken. Andererseits auch durch eine Elektroschocktherapie versuchen, den normalen Rhythmus wiederherzustellen. Wenn man aber eine dauerhafte Heilung erzielen will, bieten wir auch die Möglichkeit der katheterbasierten Ablationstherapie, das heißt die Verödung des Zentrums, wo dieses elektrische Chaos entsteht.